Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Diesmal ist es so extrem geheim. Nicht mal der große Weinbauer, bei dem wir hier arbeiten, will, dass man weiß, wo wir sind. Es ist ihm unangenehm, dass er auf solche Handwerker wie uns zwei zurückgreifen muss. Warum? Weiß ich nicht. Erich, weißt du, warum das der Hans da nicht will, dass wir hier arbeiten? Warum der Johannes das nicht will? Ich weiß nicht. Ja, weißt du, dass er nicht will, dass andere wissen, dass wir hier sind? Ja, ich glaube, er hat keine andere gefunden. Ich glaube auch. Ja, es ist nicht leicht auf dieser Welt. Ja. So, wir montieren hier dieses Labor, ist es, also so eine Küche oder keine Ahnung, wir wissen ja nicht, was es wird, aber wenn wir sagen Labor, hört sich das extrem hochinteressant an. Und wir haben gerade die Küchenmöbel unten in die Waage gestellt. Das machen wir mit einer Wasserwaage und mit diesen Verstellfüßen. Früher wurde ein Sockel gemacht aus Holz und der musste mühsam mit der Hobelmaschine eingehobelt werden. Und jetzt gibt es so Verstellfüße Handhobel. Für Möbel, mit den Handhobeln, mit den elektrischen. Und jetzt gibt es so Verstellfüße, das schraubt man an das Kasten, an den Schrank unten an. Ich schraube es immer so an, dass es auch am Seitenhaupt noch quasi ist, damit das Gewicht wirklich abgefangen wird und nicht die Fächer, alles, die Last quasi auf das Lamell oder auf den Dübel geht. So wird das abgefangen von diesem Teil hier. Und dann, wenn das angeschraubt ist, stecke ich den Fuß hinein und dann hat er so eine Markierung hier, so eine Noppen. Dann kann man alle auf dasselbe Maß einstellen und man muss sich den Sockel so richten, dass er dann diese Höhe hat. Von dieser Höhe kann man ausgehen. Und dann stellt man das einfach ein. Hier ist noch eine Maßangabe und dann legt man die Wasserwaage rauf und dann hier kann man genau sehen, Erik, wir sind schon in der Waage. Wirklich? Kann man das filmen, oder? Ja. Ich sehe das nicht ohne. Ja, wenn man es so gibt, ist es auch in der Waage. Mhm. Und das ist wichtig und das kann man mit dieser Teil schon verstellen. Der Erich liegt am Boden, denn der Erich ist beweglicher. Der Erich stellt das Ganze ein mit dieser, wenn es hinten weiter ist, dann gibt es diese Dingsbumsmaschine. Also nicht zu verwechseln mit einem Bumsdings. Bumsdingsmaschine. Da kann man hinten hineinfahren. Willst du das vielleicht zeigen, Erich? Ach so. Und du musst aber auch Hallo wieder sagen. Ach so. Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Wir haben da ein kleines... Ich weiß nicht, wie das Gerät heißt. Vielleicht kann das irgendjemand sagen. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall haben wir da ein Filz hergeklebt, denn wir haben nicht immer so raue Fußböden wie heute, sondern auch einmal gelegentlich am Parkettboden, dass da nichts zerkratzt wird. Das waren so wilde Nieten. Und ja, man klettert wirklich runter, man kann es vielleicht von da drüben filmen, jetzt ausnahmsweise, ja. Weil manchmal haben wir wirklich solche Tiefe. Wird hineingeklettert, wird eingehackt und dann wird gezogen. Und da kann man das Bein verstellen. Ja, weil manchmal muss ich es wieder zurückdrehen. Ja, Millimeter. So. Genau, und so kann man die Möbel einstellen. Ich stehe hier oben und sage, Erich, hinten gehört der Schrank ein wenig nach auf und der Erich dreht das Bein heraus und dann wird es höher. Stimmt das, Erich? Ja, aber manchmal kommt man das ganz komisch vor. Mir auch. Warte, darf ich wieder die Möbel? Wenn dann diese Beine hier sind, die haben hier unten noch eine 2x2-Leiste gegeben, damit man das wirklich ordentlich anmontieren kann. Es reicht aber auch dieses Bein, da gibt es so Gipserl, die montiert man am Sockel und dann kann man den Sockel hier raufgipsen oder man gibt hier ein bisschen einen Kleber hin und stellt den Sockel an. Das hier ist in Flucht, also das untere Teil und dieser obere, der Oberkleider, sind in Flucht. Und jetzt somit, wenn man unten mit dem Staubsauger so gegenfährt, drückt man den Sockel hier an das Bein und es kann eigentlich nichts passieren. Erich, vielleicht, dass du wieder mich filmst. Also ja, ja. Also quasi, das ist jetzt von unten gesehen, hier ist der Sockel, hier misst man mit dem Maßband quasi 19 mm hat der Sockel und 5 mm Luft hat man 24 mm, dann reißt man sich das hier so an und dann kann ich das genau an den Strich montieren und wenn ich den Sockel dann anklebe oder anklipse, ist das alles schön, so wie es sein soll. Oder Erich, was sagst du zu diesem Thema? Ja. Und Höhenverstellung, sonst haben wir, glaube ich, alles zu diesem Thema gesagt, oder? Auf jeden Fall drehen wir jetzt lieber ab wieder, denn wenn dieser Weinbauer kommt und sieht, dass wir hier filmen, ich glaube, dann gibt es wieder kein Geld, Erich. Und dann haben wir wieder ganze Woche gratis gearbeitet. Und du weißt, wir haben die letzten 14 Wochen auch schon gratis gearbeitet und ich habe schon sehr großen Hunger. Obwohl, ich habe ja vorgegessen, früher, wie ich noch Geld verdient habe. Ja, ich will doch Tschüss sagen. Na, ich glaube, das passt so, ja. Tschüss, Papa. Tschüss. Wir sehen uns, abonnieren und nicht vergessen, abonnieren. Und wenn ihr daran denkt, abonniert den Kanal und Daumen rauf. Ja, ich gebe mir jetzt der Druck zu viel. Ach so. Er kommt.